Wo sind mein... Okay. Ja? Ach, guck doch mal. Ach, guck doch mal. Ja. Ja, ne? So. Kommen wir zu den Händen. Was wollen wir denn da haben? Greifen und posieren. Nee, hätte ich schon gerne was mit schlagen und posieren. Posieren 5 ist natürlich mega geil. Ich weiß aber gar nicht, ob mir das noch was nutzt. Greifen plus Gesundheit plus 2. Das ist super. Kann ich die noch ein bisschen... So. Oh. Entschuldige, Entschuldige. Waschkopf. Wollte ich nicht. Wir sehen natürlich jetzt wirklich noch sehr tierisch aus, ne? Aber ist ja wurscht. Komm, passt so. Schleichen und tanzen und rammen. Rammen wäre schon geil. Tanzen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ob es was nutzt. Saugpöppel. Vielleicht doch ein bisschen dezenter die Nase. Wie gesagt, wir sind ja quasi... Oh ja, doch. Das wird das der Augenwaschkopf. Ja, 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 ja. Naja, aber der muss ja quasi zum Kopf passen. Dann machen wir mal den obersten so. Oh, geil, ja. Ja, 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 ja. Das ist super. Der Zwei-Nasen-Waschkopf. So. Die Hände müssen natürlich noch ein bisschen größer. Und die stehen so ein bisschen auseinander, oder? Kann ich die noch so ein bisschen nach oben bringen vielleicht? Ja, beten wollen wir nicht die ganze Zeit, ne? So? Aber die sollen ja auch ein bisschen länger sein, oder? Das ist schwierig hier, das Ganze zu justieren. Ja, so ist super. Wie so ein Hühnchen. Nein. Nein. Augen. Nein. Waschkopf. Sei lieb, sonst wirst du Waschzopf. So. Na komm, das passt schon so, ne? Das sieht super aus. So kann er greifen. So kann er greifen, glaube ich, hoffe ich. So, Hände, kann man die noch ein bisschen rotieren? Hände, kann man die ein bisschen... Doch, so ist super. Okay, okay, okay. Gewöhnt euch an die Kreatur, so werden wir immer und ewig aussehen. Hier so ein... Am Hals. Genau, am Hals noch... Nee, das ist blöd. Ja, schon wieder, ne? So, auf der Schulter. Genau, die sind toll. Ja, so kleine wie so Wärzchen nehmen wir da mal. Ne? Vielleicht den Popo doch ein bisschen so eher. Dafür das Auge noch ein bisschen aufgerichteter. Nee, ne? Sieht unpassend aus irgendwie. So sieht's besser aus. Ja, Zwei-Nasen-Wurstkopf sieht super aus. Okay, okay, okay. Was packen wir jetzt hier noch an Zeugs hier? Vielleicht so auf den Kopf. So ein Pflänzchen auf dem Kopf. Ja, das finde ich immer ganz süß. So, Pflänzchen auf dem Kopf. Was ist denn das eigentlich? Fosca. Was macht denn das? Das sind auch Flügel. Die sind natürlich eigentlich noch viel geiler. Hier wie so ein Schmetterling. Oder doch lieber diese hier. Oh ja, die sind geil. Die sind geil. So, Farbe. Jetzt haben wir es bald. Haben wir es bald. Hier, nix an, nix schwätze. Warte, warte, warte. Ich brauche jetzt noch ein Muster. So sieht der Waschkopf jetzt aus. Das sieht doch geil aus, oder?
Da gibt es ja eigentlich schon kaum noch was zu verbessern, ne? Oder wie siehst du das? Der sieht so geil aus. Ich möchte eigentlich gar nichts mehr an der Farbe machen. Das ist genau richtig so. Wunderbar. Was passiert jetzt? Ich habe einen schwarzen Bildschirm. Ihr auch? Ich hoffe, der lebt noch. Oh. Pandam. Glückwunsch, du stehst nun kurz vor der Stammesphase. Die Denkfähigkeit wird optimiert. Geil. Erkenntnistheoretische Bezugssysteme werden eingearbeitet. Entwickelt kulturelle Abstraktionen. Dort unten sehen wir, wer mit uns hier wohnen, leben, tun wird. Die Fianocchi. Die Dalake. Die Gomali, die Tria, die Gremlo, die Imino, die Chula, die Lödelbadadabadada. Oh. Jepwaji! Orte! Udoich! Juhu! Mit einem Dach über den Kopf und der Herrschaft über das Feuer betrittst du das Zeitalter der Werkzeuge und Trommelrhythmen. Aber Vorsicht, bald werden überall auf dem Planeten andere Stämme entstehen, sei vorsichtig. Du befehligst jetzt einen aufstrebenden Stamm mit 3 Mitgliedern. Du kannst einzelne Mitglieder oder eine Gruppe auswählen, die deine Anweisung ausführen. Interagiere mit anderen Stämmen, um deine Fortschrittsanzeige zu füllen. Sehen wir uns das mal an. Das ist deine Fortschrittsanzeige. Gehe Bündnisse mit anderen Stämmen ein oder erobere sie, um deinen eigenen Stamm voranzubringen. Die Ziele helfen dir, die Stammesphase zu überstehen. Deine erste Aufgabe besteht darin, deinen Stamm im neuen Stammesausstatter auszurüsten. Klick auf deine Hütte. So, Freunde, von hier an blind, ne? Weiter wie bis hier habe ich noch niemals nicht gespielt. Das heißt, für uns alle wird das eine neue Erfahrung werden. Oh. Klicke auf das Hutsymbol, um das Stammesmitgliedermenü einzublenden. Wähle ein Stammesmitglied aus und klicke auf den Button Outfit bearbeiten, um den Stammesausstatter zu öffnen. Okay. Instrumente. Didgeridoos und Waffen Steinexer. Das ist ja geil. So. Stammesoutfit. Da. Wir haben also ein Outfit, das wir jetzt ändern können. Ah, ich kann doch noch was ändern. Wir können ihm einen Hut aufsetzen. Wir können ihm einen Hut aufsetzen. Ich bin so glücklich. Wisst ihr, wo wir ihm den Hut aufsetzen? Natürlich wisst ihr, wo wir den Hut aufsetzen werden. Ich will ihn hier auf das... Bitte, lasst mich auf das Auge setzen. Bitte, lasst mich den Fes auf das Auge setzen. Ach, schade, es geht nicht. Oh Gott, ist das schön. Eine Bäckermütze. Oh, nicht weinen, Kumpel. Ein Dockarbeiter, ein Kopfwok. Oh, es ist so wunderschön. Nein, ich will die Bäckermütze. So, dass das Gebüsch noch ein bisschen oben rausguckt. Ja! Sie ist so schön, ist sie nicht wunderschön? Nein, so ist gut, so ist gut. Ein bisschen von dem Gebüsch muss ja noch rausgucken. So, warte. Wie konnte ich das jetzt... So, ne? Ja. Gut. Helme. Oh, Masken kann er aufziehen. Eine Quarmaske. Ja, die bringt uns natürlich herzlich wenig mit unserem Gesicht.
Blattfleck, Schildpack. Haha, ein Federkilt. Jawohl, Federkilt ist super. Oh Gott, hab ich Spaß. Ist das geil. Ja. Perfekt. So, was ist das? Schulterkrone. Da haben wir schon welche. Da guckt mal. Die könnten wir über unsere Schulterbrüste setzen. Was machen die denn? Kampf und Gesundheit, Stufe 1 und Gesundheit, Stufe 2. Ja, erstmal Kampf und Gesundheit, das schadet nicht. Das wird so ein Brustharnisch kommen. Ne? So. So, was ist das? Spor? Was macht denn das? Ja, einfach Verzierungszeugs. So, hier gibt es jetzt noch einen Ring. Wir haben die Ohren vergessen. Verdammt, wir haben die Ohren vergessen. Dann gibt es halt Ringe als Ohren. So ist es schön. Oh, Glücksmüx. Eine Mutzfeder und ein Schnurrbart. Oh, ein Schnurrbart. Ja, wir wollen einen Schnurrbart haben. Oh Gott, ich bin so glücklich gerade. Jetzt haben wir einen Schnurrbart. Können wir auch die Farbe von dem Zeugs ändern? Nee, das ändert nur unsere Gesamtfarbe, ne? Wie sehen wir denn jetzt aus, wenn wir eingefärbt sind? Das will ich erstmal sehen. Oh, der Waschkopf-Dörfler, der gefällt mir. Och, guckt ihn euch doch mal an. Mit dem grünen Schnauzbart. Das ist so wunderschön, dass ich es fast nicht fassen kann. Guckt doch mal. Oh, ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ja, so passt es erstmal. Du kannst die Kamera jetzt frei über der ganzen Welt bewegen. Dadurch hast du einen besseren Überblick über einzelne Stammesmitglieder oder Gruppen, denen du Befehle erteilt hast. Machen wir mal einen Moment Pause und sehen uns die Grundlagen der Kamerasteuerung an. Mit diesem Befehl kannst du zoomen und die Kamera drehen. Das gleiche funktioniert auch mit deinem Mausrad. Versuch's mal. Okay. Sehr geil. Gut, also wir steuern jetzt nicht mehr die Kreatur, sondern wir haben jetzt ein Echtzeitstrategiespiel, ne? Gut. Haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Und jetzt? Ja, vielleicht muss ich hier nochmal machen. Damit er mir sagt, alles ist gut. Okay. Kann ich die jetzt nicht irgendwo hinbewegen? Ich habe die Kamera ganz oft geschwenkt, du blödes Spiel. Hui. Ich kann gerade... Ah ja, okay. Gut. Klicke auf der Übersichtskarte auf das Hütten-Symbol, um die Kamera wieder auf deinen Stamm zu richten. So. Genau. Klicke auf das Porträt eines Stammesmitglieds in der Stammesliste, um ein Individuum auszuwählen. So, hier. Das ist der Häuptling, wie es aussieht. Ziehe ein Auswahldreieck. Ein Auswahlrechteck und mehrere Stammesmitglieder. Zack, haben wir schon geübt. Die Grundlagen sind klar. Dann geht's los. Suchen wir was zu essen. Hey, geil. Echtzeitstrategie. Los geht's. Ah, wunderschön. Freunde, von hier an, kann ich euch schon mal verraten, ist das Spiel blind. Ab hier habe ich keine Ahnung mehr, was passiert. Soweit habe ich noch nie gespielt. Aber was genau passiert, das schauen wir uns zusammen an. Und zwar mit Sicherheit in der nächsten Folge von Let's Play Spore. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.